Moderationsprogramm. Sehr aufmerksam, vielen Dank. Der erste Beitrag heute Abend, meine Damen und Herren, wird alle diejenigen von Ihnen faszinieren, die sich für Menschenrechte, Weltfrieden und überhaupt schönes Wetter interessieren. Und zwar, Sie wissen doch, die Gefangenen, die Taliban-Gefangenen in Guantanamo Bay auf Kuba. Haben Sie davon gehört? Ja. Die sind ja sozusagen also an Ketten festgemacht und haben Binden um die Augen und viele sind auch den ganzen Tag nur auf Knien. Aber man hat jetzt herausgefunden, nein, was essen diese Herrschaften gerne? Kellogg's. Am liebsten essen sie Kellogg's Fruit Loops. Fruit Loops, das sind diese kleinen Dinger, die sind bunt, damit sie die Rentner nicht mit Frohlig verwechseln. Fruit Loops, can I have Fruit Loops, please? Kellogg's, ja, ist bei den Taliban so beliebt, Otto Schily lässt in Hamburg schon die Cornflakes-Regale beschatten. Kauft mehrmals täglich Cornflakes, hat nach Fruit Loops gefragt, studiert. Sehr, Sie wissen, Rasterfahndung. Ja, und das zeigt natürlich, dass bei unseren uneingeschränkt solidarischen, fantastischen und vorbildlichen amerikanischen Freunden die Humanität ganz oben steht. Oder? Wer Fruit Loops essen darf, dem geht es toll. Wenn Sie gefoltert werden, dann müssen Sie Vollkornmüsli essen. Dann, das sage ich mal an alle Raucher, jetzt hat man herausgefunden, Rauchen ist schädlich. Ja. Hat man bisher nicht gewusst? Ja. Man hat nur gedacht, Lungenkrebs und Raucherbeine, aber ansonsten harmlos. Nein, jetzt was ganz Schlimmes. Wer viel raucht, dem fallen die Zähne früher aus. Er braucht es ja auch nicht so lange, muss man fairerweise sagen. Aber, ja, das hat man jetzt herausgefunden. Und zwar stellen Sie vor, durch dieses viele Nikotin wird die Schutzflora in der Mundhöhle angegriffen. Die Zähne fangen schneller an zu wackeln und das Zahnfleisch verschwindet schneller. Und ich habe die Konsequenzen gezogen. Bevor ich jetzt eine Zigarette anzünde, nehme ich die Zähne raus. Helmut Charlotte and the Sons of Preacher Man. Haben wir eine tolle Frau zu Gast, ein Supermodel, geboren in Kiew, aufgewachsen in Los Angeles und am Donnerstag startet ihr neuer Film bei uns in den Kinos. Der Film heißt Resident Evil. Heute Abend bei uns das Topmodel Mila Jovovich. Das Klassenbuch, kommen wir gleich dazu. Ja. Ja, ich lege schon mal hier hin, damit ich es nicht vergesse. Das Klassenbuch ist jetzt mittlerweile schon die dritte Woche, ja, oder? Es ist die dritte Woche, aber erst, meine Damen und Herren, die große Politik. Welche Partei nimmt wie viel Geld an? Das wollen ja alle jetzt wissen, die rechtzeitig vor der Wahl noch Spendenquittungen brauchen. Unsere Wahl, ich glaube, die einzige, von denen man noch keinen Beschäftigungsskandal gehört, ist die Grünen, oder? Da, die FDP. Nicht wirklich. FDP? Die FDP natürlich auch. Da früher, Landschaftspflege. Beatmen. Ganz früher. Graf Lambsdorff, du weißt. Ja. Erinnerst du dich nicht mehr? Ja, 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 doch. Ja, man hat schon vergessen. Zum Glück. Ist auch gut, wenn man soll die alten Zeiten nicht immer. Und PDS. PDS bisher auch noch kein Beschäftigungsskandal. Nee. Ich hoffe, das kommt noch bis zur Wahl, damit es nicht so einseitig wird. Liebe PDSler, liebe Grüne, bitte nehmt doch auch ein paar Hunis an. Ja? Lasst sie euch irgendwo zustecken und erlaubt dafür, dass, weiß nicht, Mülltonnen beleuchtet sind oder so. Irgendwas. Bitte. Kleiner Bestechungskanal, damit wir wieder alle Parteien gleichgezogen haben. Wenn morgen Partei wäre, wenn morgen Bundestagswahl wäre, das ist auch wieder so kompliziert formuliert hier, um mich zu irritieren. Ja, wer macht das? Meine Gagschreiber? Diese schwierigen Sätze hier für mich? Nichts als Gemeinheiten. Wieso? Was ist denn? Inhaltlich heißt es ja, wenn morgen Bundestagswahl wäre. Jetzt muss ich hier schon wieder lesen, welche Partei würde unser Studiopublikum wählen, wenn morgen Bundestagswahl wäre? Ja, das ist ja die korrekte Formulierung. Wer soll es wählen? Das Studiopublikum. Ja, aber für mich wäre es einfacher, wenn hier stehen würde, wenn morgen Bundestagswahl wäre, welche Partei würde unser Studiopublikum dann wählen? Ja, das sind lauter diese Gemeinheiten, die man mir hier alles... Das ist sehr gut formuliert. Ja, welches ist sehr gut?
Ne, wie du das gesagt Nein, hast. Nein, lass es so, jetzt haben wir dran gewöhnt. Das kann man aber doch umstellen. Ha? Ja, das machen wir doch noch 6 Monate. Wenn es dir leichter fällt. Ich weiß ja nicht, vielleicht fällt es mir morgen so leichter. Ach so. Du weißt doch, wie das ist bei mir. Ja, ja. Das schwankt ja immer. Ja, ja. Welche Partei würde unter Tutto Publikum melden, wenn morgen Bundestagwahl wäre? Aber ich kenne die meisten Buchstaben, die hier vorkommen. Wahlberechtigt heute 250, Damen und Herren. Gültige Stimmen 200. Gültig klingt für mich irgendwie mittelalterlich. Güldenen. Gültige Stimmen klingt wie Gülden. Ich habe auch festgestellt, man kann banale Texte aufwerten, indem man vereinzelt mittelalterliche Begriffe einbaut. Zum Beispiel, indem man von der Muhme spricht. Die, oh ja. Oh. Ja, oder mich deucht der Gast naht. Habe ich recht für Sie zu Hause, meine lieben Literaturfreunde? Das ist aber noch nicht mittelalterlich, das ist so gut. Das ist Mittelhochdeutsch. Naja, auch nicht, wenn der Mittelhochdeutsch ist, Rimmram rum. Wir sollten mal eine ganze Sendung in Mittelhochdeutsch machen. In Hüt bi uns Gast in lieb Fruwelein. So ungefähr, genau. Ja, mir deucht, der Gast kommt. Mich dürstet. Gerade jetzt in der Vor-Osterzeit. Mich dürstet. Helmut hat 6 kopulierende Krötenpaare im Garten. Bitte? Ja. Hat er mir gerade gesagt, war sein Wochenend-Highlight. Ich habe die sogar fotografiert. Wirklich? Kann ich mal mit? Ja, bring mal mit. Bring doch mal mit. Hast du so eine Digitalkamera? Mhm. Wie Leander Hausmann. Der auch mal. Welcher Text? Benjamin von Stuckrad-Barre. Klaus Peimann kauft sich keine Hose, geht damit essen. Ist das Digitalkamera? Ist eine Digitalkamera. Ja, bring doch mal mit. Ich bring die mal mit morgen. Das sind so 2, 3 Pärchen. Hab ich. Woher weißt du, dass es 6 Paare sind? Da musst du ja gleichzeitig gesehen haben, oder? Ja, die waren immer verteilt. Jetzt habe ich nur ein Paar gesehen, dann 2 und dann waren 2 solo. Einer hat die ganze Zeit gewartet, aber nachher war dann auch einer drauf. Und die Männer sind ja viel kleiner und die klemmen sich dann so hinten drauf. So kopulieren Kröten? Erstaunlich. Ist das schon erforscht? Das wäre doch mal was für Jugend forscht, oder? Ja, Paslik kann uns das erklären. Ja, Paslik. Genau. Ja. Hat er nicht schon Kröten hier? Nein, Unken. Shit. Er hatte doch Kröten schon mal hier. Er hat so Fröschlein und Unken, aber noch keine Schildkröten. Ja. Die Schildkröte, die geheimnisvolle Welt der Schildkröte. Wahlberechtigt 250, das heißt Wahlbeteiligung heute 94,8%. Mir deucht, höher wart es nie. Min Aug sieht in Zahl, die ich bis hüten nicht gesehen han. Das ist Mittelhochdeutsch. Das ist Walter von der Vogelweide. Sinte mal, Walter von der Vogelweide. Ja. Walter von der Vogelweide. CDU, CSU, da wart ein großen Heulensinn. 27%. Ja. SPD 32,9%. Wie viel wären es ohne Bestechung? Jetzt wird diese ganze schöne Arbeiterpartei in den Schmutz gezogen. Ja. Dabei sind ja gar nicht alle korrupt. Nur ein paar. Also halt. Köln. Aber die anderen nicht. Grüne, Hilfe, 13,5%. Das ist, hat, glaube ich, mit den kopulierenden Kröten zu tun. 13,5%. FDP, es geht abwärts, 17,7%. Und PDS auch sehr stark, 8,9%. Ein sehr, sehr gemischtes Ergebnis heute, das einen Trend nahezu unmöglich macht in der Voraussage. Ja. Oder? Sehr, sehr schwierig. Wir tragen heute ein Montag, Dienstag, der 19.3. Thema heute war Taliban und kopulierende Kröten und Unfall scharfer Sven. Und das sind 2 Einträge. Das ist einmal heute die thematische Nachbearbeitung. Ja. Aber der Unfall war ja am Freitag. Und da reicht es kaum noch von Bemerkungen. Ich mache hier Bemerkung. Scharfer Sven hatte Unfall. So, wer ist krank? Anke, Christian Storms, Nicole. Alle entschuldigt? Bitte? Alle entschuldigt? Alle entschuldigt. Meral von der Garderobe. Moment, Christian Storms, entschuldigt. Nicole? Nicole. Welche Nicole? Maske Nicole. Nicole Maske. Ja, die Familiennamen werden bei uns einkassiert bei Unterschrift des Arbeitsvertrages und durch die Berufsbezeichnung ersetzt. Ja. Ja. Requisiten Sven. Genau. Nicole Maske.
Archiv Mickey. Dann Ecki. 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 Ecki ist auch krank? Ecki ist krank. Meral. Also Garderobenmeral. Garderobenmeral. Und? Und auf Dienstreise sind. Was ist mit Nympho Uschi? Verwechselt. Nympho Uschi habe ich verwechselt. Ist ja gar nicht bei uns, war in Augsburg in der Stadthysterie. Na, habe ich jetzt alle? Ja, du hast alle. Habe ich alle. Ja. So, das heißt, ein Teil ist wieder da, aber dafür sind andere krank geworden. Ja. Toll, dass das Krankenkontingent bei uns voll ausgeschöpft wird. Der Unfall unseres Mitarbeiters Sven, meine Damen und Herren. Sie alle kennen Sven, unser fabelhafter Kollege aus der Requisite. Er hat Hände wie Gold. Er fasst eine Playmobil-Puppe an und sie lebt. Er berührt ein Eisenbahnhäuschen und es fängt an, sich zu beleuchten. Fantastisch. Und am Freitagmorgen ging er hier zeitig aus der Halle, überquert den Parkplatz, steigt in seinen Dienstwagen und dann geschah Folgendes. Hier sehen Sie Sven den Hof überqueren. Er steigt in seinen Wagen, legt den Rückwärtsgang ein und Bingo! Zeig es bitte nochmal. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Bau! Weil das hat Rhythmus, das musst du erst mal schaffen. Ja. Wenn das in einem Tatort passiert, drehen die 3 Tage und haben einen Spezialisten drin. Ja. Denn der andere Fahrer kam ja ungebremst rein. Ja, und es ist eine schöne Beschäftigung. Ich wirklich, warum nicht mal öfters mit Verwandten so zusammenkrachen? Kein Mensch kommt zu Schaden und der Blechschaden ist überschaubar. Ja. Oder? Es war ja nur hinten. Schöner Unfall. Nochmal sehen? Einmal nochmal zeigen. Bau! Das finde ich toll. Steig aus. Auch dieses typische, erstmal gucken, was passiert ist. Ja, ja. Wo Fahrer sehr aggressiv reagieren, habe ich schon ein paar Mal erlebt bei Auffahrunfall, wenn du nicht aussteigst. Wenn du sitzen bleibst und erst auf so ein aggressives Klopfen hinter dir. Aber nur einen schmalen Spalt, ja? Und dann 2 Reaktionen bei mir, entweder, oh Herr Schmidt, Sie sind's, oder ich finde dich im Fernsehen auch scheiße. Ja. Was für ein Bier trinkst du heute? Ich muss wieder Alkohol trinken. Bitte? Ja. Was denn? Die Fastenzeit dauert auch noch über eine Woche. Ja, aber das ist ja ein Fastenbier. Wieso? Das ist, naja, früher haben die, deswegen gibt es ja diese Stark-Mönchsbiere, sonst wären die ja verhungert. Also früher gab es ja keinen Tee, gab es keinen Kaffee, Wasser war viel schädlicher als Bier. Und da haben die sich immer das starke Bier gebraut. Das ist jetzt so ein Fastenzeitbier. Was hast du jetzt als Ausrede dir alles angelesen? Nein, ja. Jetzt hältst du nicht mal diese 5 Wochen Fastenzeit durch, oder? Doch, 5 Wochen habe ich ja durchgehalten. Ja, aber ich meine, wie lange ist denn Fastenzeit? 40 Tage? Naja, eigentlich so. 40 Tage, das sind andere Barfuß in die Wüste gegangen, haben Heuschrecken gegessen. Bitte? 40 Tage war Jesus in der Wüste. Die Fastenzeit geht. Das kannst du doch mal 40 Tage auf Alkohol verzichten. Ich wusste gleich, dass ich schwach bin. Und hab's gesagt, nein, ich faste nicht. Ja, das heißt, es wird auch wieder Schokolade gegessen und, nein, Puddings. Nein, nur ein bisschen Bier getrunken. Und so, was ist das jetzt für ein Bier? Das ist das älteste Klosterbier Deutschlands, Weltenburger Kloster Adambock. Kloster Weltenburg? Asambock. Wo ist eigentlich Kloster Weltenburg? In Bayern. In Bayern. Du könntest mal ein Köpi trinken. Hast du schon mal Köpi getrunken? Nö. Aus Respekt für unseren Bundespräsidenten. Wieso? Trink Köpi im Flugzeug. Ach echt? Ja, habe ich gestern gesehen auf Phoenix, meinem Lieblingskanal, den ich eigentlich 10 Stunden pro Tag anschaue, um zu wissen, was ist los in der großen Welt. Da war ein Bericht über unsere fantastische Flugbereitschaft der Bundeswehr, ja, die sich auch dauernd prügeln lassen müssen und böse Sprüche anhören für Sachen, für die sie nicht können. Ja? Nur weil irgendwie Walter Riester von Berlin nach Pankow fliegt oder so, muss die Flugbereitschaft sich dauernd dumm anreden lassen. Und da war ein Bericht, unser Bundespräsident Johannes Rau mit seiner Gattin Christina auf dem Weg nach Afrika, um dort wichtige Gespräche zu führen. Pretoria, Landung und dann Weiterflug nach Mali. Und der Bundespräsident, das war alles zu sehen, sitzt in dieser Maschine, ja, und kriegt Essen und hinten sitzen die Journalisten, die auf seine Einladung mitfliegen, kriegen auch Essen, müssen aber zahlen. Also den Flug, da ist natürlich das Essen inbegriffen. Ja? Und dann wurde gezeigt,
wie der Bundespräsident weiterfliegt nach Mali. Und es wurde das Hotel gezeigt, in dem die Flugbereitschaft in Mali lebt. Und deutsche Botschaft in Mali, das kann nicht euer Ernst sein. Das sieht aus wie ein ARD-Moderator, der angefangen hat zu bauen. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen und Baustopp. Das war das Hotel. Das gibt's überhaupt nicht. Die Flugbereitschaft stand mit Handtüchern an einem Drecktümpel. Das sollte der Pool gewesen sein. Ja? Und dann haben sie sich beim Botschafter beschwert und gesagt, wir haben einen 12-Stunden-Flug hinter uns. Warum haben wir kein anständiges Hotel? Klar. Da sagt die Sekretärin des deutschen Botschafters in Mali, Afrikaner sind froh, wenn sie ein Dach über dem Kopf haben und es nicht reinregnet. Das ist schon richtig, aber unsere Jungs haben deutsche Pässe. Beide haben recht irgendwo. Ja? Und ich habe diesen Kapitän bewundert von diesem Airbus. Absolut zivil hat er sich geäußert, auch noch Verständnis aufgebracht und so weiter. 12 Stunden Flug, dann haben wir in eine Bretterbude. Und dann haben sie gezeigt, wie die Sicherheit die Lunchpakete aufgemacht hat, weil da sind oft Bomben drin. Und so muss alles gecheckt werden. Und das Bier. Und wenn der Bundespräsident fliegt, muss immer deutsches Pilz an Bord sein. Ja, für die Steuergründe. Ja. Ja, und es hieß am liebsten Köpi. Echt? Ja. Du könntest mal als Flugbereitschafts-Solidaritätsdrink ein Köpi trinken. Trinke ich morgen Köpi? Ja. Morgen trinkst du Köpi. Das ist das Bier oder Cola? Nein, das ist halt. Oh, das riecht schon so. Da wie viel Prozent hat das? Das hat 7,2 Umdrehungen. Das ist ja fast schon ein leichtes Likörchen. Ja. Aufgegeben. Ich habe jetzt angefangen, dieses Buch zu lesen, gegen den Strich. Und? Die ersten 50 Seiten. Sehr interessant. Ja. Tendenz bisher von diesem Hauptdarsteller in diesem Buch, Jean de Dessessant, heißt er, glaube ich. Alles scheiße, dein Elli. Er lebt in einem Haus, hat sich dicke Vorhänge machen lassen, geht nicht mehr raus. Um 5 Uhr nachmittags frühstückt er, gegen 1 Uhr nachts nimmt er ein leichtes Mittagessen. Und die Bedienstete, die draußen an seinem Fenster vorbeigeht, ja, um Holz zu holen, die muss so eine alte normannische Tracht tragen, damit sie angenehm im Schatten aussieht, wenn er sie vorbeigehen sieht. Aha. Das siehst du mal, wie gut es dir geht. Und Vergil wird da beschimpft in diesem. Sag mal ein paar Sätze gerade von Vergil. Haben wir da was? Vergil? Können wir mal nachschlagen für morgen. Viele unserer Zuschauer wollen mal alles über Vergil wissen. Das ist kein Problem. Vergil. Klingt für mich wie Virgül, Strichpunkt im Französischen. Habe ich auch erst nach dem Abi gelernt. Virgül, Strichpunkt. Wir wollten ja mal eine Sendung nur auf Französisch machen. Machen wir auch mal. Ja. Demnächst machen wir eine Sendung komplett auf Französisch, auch mit den Gästen. Ja. Und wir laden Gäste ein, die es sicher nicht können. Ja, selbstverständlich. Ja. Heute Mittag bin ich mit dem Kopf beim Einschlafen auf meinen Computer geknallt. Ja. Und habe ich das mit dem Bundespräsidenten schon erzählt? Ja. Ich frage es deswegen, weil der Bundespräsident ging dann nach vorne in seinem Airbus. Ja. Er gehört nicht ihm, aber natürlich schon, hat auch 2 Betten drin. Und was die Flugbereitschaft noch erzählt hat, weißt du, wer sich am schlimmsten aufführt in der Flugbereitschaft? Er hat gesagt, bei Genscher war es schlimm. Echt? Ja, aber noch schlimmer sind Fischer und Chili. Führen sie auf wie Sau. Haben nicht gesagt, wie, hätte ich mal gerne gewusst. Flugbereitschaft, schreibt uns doch mal anonym, was Fischer und Chili sich so aufführen. Kaviar zu warm, Pilz zu kalt. Na, wahrscheinlich einfach mit Stinkesocken rumrennen. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Erdnüsse? Ich glaube, dass sie das Personal schikanieren. Ja? Jetzt komme ich hier von der Sitzung und bring doch mal Erdnüsse. Irgendwie sowas. Oder habt ihr keinen Hanuta? Irgendwie so, weißt du, die machen sich die Taschen voll. Ich glaube, dass die sich Piccolo einbacken in die Aktenkoffer. Hey, Flugbereitschaft. Absolut Anonymität gewährleistet. Aber wir wollen mal wissen, wer führt sich auf wie auf diesen langen Flügen. Ihr kriegt da bestimmt einiges mit, auch so. Man hört ja so einiges. Hochrangige Kabinettsmitglieder sollen sie mit Journalistinnen in die hinteren Reihen des Airbus zurückziehen. Echt? Wer? Ich schweige. Flugbereitschaft, echt anonym. Das heißt nicht umsonst. Hallo! Was glaubt ihr, wie die erschrecken? Die trauen sich nicht, euch den Foto wegzunehmen. Wir werden es rausgehen. Würde mich nicht wundern, wenn sich bald einer meldet. Bei uns eine kleine Mail. Also ich kippe auf jeden Fall auf meinen Computer und bing, da sehe ich bei Spiegel Online, BMW 7er wird nicht gekauft. Der neue 7er BMW, von dem mir Fachleute sagen, ja, ist halt technisch das beste Auto, was es überhaupt gibt, wird nicht gekauft, weil er vom Design her nicht gefällt in Deutschland. Ja. In Amerika, hast du es mal gerade da? Ja, in Amerika, der Knaller. Also das ist Deutsche verschmähen den neuen 7er. Verschmähen den neuen 7er, das ist der 7er BMW. Der fährt irgendwie, wenn du an den, das Auto ist technisch so, wenn du hinkommst, gibt er erstmal Bussi.
Echt? Der winkt, die Türen gehen alleine auf. Ja, wenn du einsteigst, wirst du massiert und so weiter. Ja, schau dir das an, der absolute Wahnsinn. Aber das Design ist gewöhnungsbedürftig. Und wir müssen sehr vorsichtig sein mit der Formulierung, denn BMW ist, glaube ich, ein großer Werbekunde bei Sat.1. Ja, es sind ja auch super Autos. Es sind fantastische Autos. Nur gewöhnungsbedürftig. Was heißt das gewöhnungsbedürftig? Wenn man es lang genug anschaut, gewöhnt man sich dran. Ja. Kennst du den? Hast du schon mal gesehen? Den Siebener? Ja. Hat doch ein Mitarbeiter von uns. Ein Mitarbeiter von uns fährt den schon, meine Damen und Herren. Und wie ist das? Ab November erst im Handel steht hier drin. Wahnsinn, ne? Ja, oder seit November im Handel und Druckfehler. Ein Mitarbeiter von Ihnen hat ihn schon. Wir können mal rausgehen auf dem Hof, entscheiden Sie selbst. Ich finde, das ist das Heck. Zeig doch mal das Heck. Das ist das Heck, das diesen Anstoß erregt. Könntest du mal ein bisschen mehr von der Seite zeigen? Naja, es ist ein bisschen kurz. Dafür sind die Reifen dicker. Boah. Schau dir das an, du. Sportlich? Absolut. Es gibt Leute im Team, die sagen, das wäre eine Proletenkarre, aber das ist... Wieder das Allerletzte. Zeig mal die Innenausstattung. Das ist so ein Wunderknopf, ist da dran. Wenn man da hin... Hier, Flaschenabstell. Oh, das ist aber toll. Ja, und das ist dieser Wunderknopf. Das muss der absolute Wahnsinn sein. Wenn du Radio sagst, geht das Radio an. Boah. Ja. Also, wir finden, so schön wie alle BMWs. Ja. Nur halt zeitgemäßer. Boah! Sind das Lichter. Ich finde nicht, dass er hässlich ist. Kann ich das Heck noch mal sehen? Außerdem, das muss ja nichts heißen weltweit, wenn der in Deutschland oder so nicht so. In Amerika fahren sie drauf ab und andere Länder, in Spanien, genau. Türkei oder was, wird er vielleicht aus den Händen gerissen. Hier. Schon geil. Boah, was glaubst du, wenn du mit dem irgendwo reinfährst? Wum, wum, wum. Wum. Das wäre mal interessant, aber bei Amazon kann man so ein Auto nicht kaufen. Dann könnte man suchen, in welche Filme so jemand geht oder welche Konzerte oder welche Bücher oder so. Bei das Amazon ist ja, das, ja, frage ich, das geht nicht. Bei Amazon gibt es nur Bücher. Ja, Bücher zu Schallplatten, zu Videos. Ja, eben. Und das wäre doch interessant, auch für BMW mal zu wissen, wer dieses Auto kauft, welche Filme, welche Bücher, welche Platten. Das ist ja für das Marketing das Entscheidende. Was tippst du? Ich würde sagen U2. Was ist das? Das ist so ein Spoiler, der noch schneller macht, glaube ich, oder? Nein, wahrscheinlich ist das die super Radarsystem. Ja, eben, SDI. Ja. Heißt es SDI? Heißt es nicht GPS? Das ist aber doch wegen Regen gibt es das doch noch, ne? Ja, das gibt es wegen Regen. Ja. Sieht auch toll aus. Und kann man nicht abbrechen, wie eine Antenne früher. Ich finde es schon ein geiles Auto. Ich finde, man tut BMW Unrecht, wenn man dieses Auto Prollfahrzeug nennt. Das haben wirklich Mitarbeiter bei uns im Team. Du sagst mir nachher den Namen. Ja, absolut. Absolut. Kriegen den Autoschlüssel abgenommen. Das ist erstaunlich, was die Mitarbeiter bei uns alles herausnehmen. Ja? Den Cebit-Beitrag zeigen wir nicht mehr? Den zeigen wir morgen oder übermorgen. Morgen oder übermorgen. Ich wollte, weil die Cebit geht ja bis... Ja, und ich wollte mal zeigen, weil, was wir alles für die Mitarbeiter tun. Weiterbildung. Ja, unser Mitarbeiter EDV-Schorsch war auf der Cebit, um sich weiterzubilden, um zu sagen, was sind denn die neuesten Errungenschaften in der Welt des IT, des Business-to-Business Contact Relation Power Managements, der mehr... Fachsteckdose. Was gibt's Neues im Bereich Sicherheit in Feuchträumen und so weiter? Haben wir ihn zur Cebit geschickt. Und er hat einen tollen Bericht gemacht und den zeigen wir morgen. Ja. Mir deucht, bald kümmt Frau Jovovich. Was ist? Nicht? Kannst du mich schlecht hören? Ja, doch, doch. Manchmal guckst du mich so an, dass ich irgendwie denke, ich habe mich in der Show geirrt. So. Welche Show meinst du denn? Naja, unsere da mit diesen Lichtern und so, du weißt doch, wo der Ball da oben ist. Weißt du, warum ich jetzt so blöd geguckt habe? Mm-mm. Weil ich im Augenwinkel gesehen habe, wie Andrea so gemacht hat.
Das ist das Zeichen für weiterlabern. Das, weil Frau Jovovich Moment, ist noch nicht dabei. Moment, Moment, Moment. Weiterlabern. Das ist Showfachsprache. Das ist Showfachsprache. Die Producerin signalisiert uns hinter der Kamera, die güldene Maid passt nicht ins Mieder oder sowas. Ja? Sie, ein paar Sekunden braucht sie noch, ehe sie sich fühlt, im Stand hereinzuschweben. Überbrücke das mit mittelalterlichen Satzgepränge, meine Damen und Herren. Und jetzt bekommen wir ein Zeichen, es ist soweit. Ja. Herzlich willkommen, Mila Jovovich. Wow. So viel Dank. Look at this and listen. You're surprised? Big. Yes. The studio. We don't have anything in America that's as big as this. Really? And can I just say, these are some of the best backstage areas I've ever been in. Great. I mean, they're huge. My dressing room has, like, such high ceilings, and it's so big. Thank you. Yes. Oh, welcome. I've been stuck all day in these, you know, I went to Viva today, and, yes. And they don't, you know. I mean, yes. Yeah. They're like did little they offer boxes you, back did they there. Offer you drugs there? Well, you know, I say no. No, but the people, they were charming, yes? Oh, yeah. Do you remember the name of the boy or girl or whatever who hosted the show at Viva? Was it girl? No. Was it a boy? So. I hope so. He looked like a boy. Yeah. Was he? He was so cute, though. Really? He was adorable. Really? He was well, cute? Not as cute as you, but. Wow. Oh, but I, Mila is begeistered. I just translate a little bit for oh, myself. Yes, please. No, Mila is begeistered for unseren großen Garderobe. You know, the dressing rooms, they are. I think they are the biggest ones in the world. But it's not because we love our guests so much, because it's of the Bauvorschrift. You know, okay, so, so I wish I knew this German humor. This no, is very inside. There's very strong. If you build something new, or if you renovate a building, the fire people come and say that you have to have a F-17 door. You know what it means? What are we talking about? That means if there is a fire in the door, you have to guarantee 70 minutes of safety. Got it. Now. Excuse me, I missed my last pill. I have to. There you go. Just kidding. But you have a beautiful dress. I just came from Viva, you know, I have the pills. Yes, and you have a beautiful dress. Thank you. And it looks very, to me, it looks very, very spring, very summer, very Californian. Really? Well, it's Italian, actually. Really? Yeah. But Italian, Italy, that's also the sun and the beautiful weather. It's very ugly here today, no? I wanted to bring some beautiful weather here today. Because it's not very pretty, but this city, Köln, rules. I'm sorry, but this is one of the most beautiful cities in Germany. Oh, we will. They will love you. We have such a bad time at the moment in Cologne. Oh, really? Yes. Why? Corruption, 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 corruption. Yeah, you and the rest of the world. No corruption, really, with the Müllverbrennungs, garbage burning. The garbage burning center. Yeah. Is it really? Do you know the movie Chinatown by of Roman course. Polanski? That's the way it will end. With the nose light. Yes, this is Cologne, and it's well, so charming. I really like Cologne, you know. I hope it doesn't end badly. No. Because I really enjoy coming here, so. We come out because we are culture. And is it your first time to Cologne? No, it's my second time. Really? I came here when I was about 14. As a teenager? Yeah. Have you already been a model? Oh, yeah. I started modeling when I was 11, so... Yeah, I was already a veteran by the yes. time I was 14. Where in the it? Modeling world, I was a dinosaur. I was like a relic by the time I was 14. Als 14-Jährige ist man im Modellgeschäft schon ein Dino. And you had always your mother with you around? Oh, yeah. Taking care? Definitely. I think the modeling industry is one of the least sort of protected because it is so much a 20th century thing. You just don't have rules.
You know, little girls can go without their parents to Italy, to New York, and they have no supervision, so it's really dangerous. And my mom is Russian, first of all. She would never let me have her side. She's like... Also, die Mutter ist Russin und war immer dabei, weil die Models werden alle natürlich von bösen Männern und so weiter belästigt. You were born in Kiev, is that right? Yeah, I was born in Kiev. Do you know the Klitschkos? They are famous boxers here in Germany. Oh, really? Yes. I love boxing. Yeah, they are very, very famous. They're brothers, Vladi and... forgot the second name. Vitali. Vitali and Vladimir Klitschko. Wow. Yes, but you don't speak any Russian anymore, no? Of course I speak Russian. Really? Perfect. Oh, excuse me. Yes? No, it's okay. You speak Russian at home? Yes. Definitely. Can you say a few words in Russian? Ну хорошо, что вы хотите, чтобы я сказала? Well, that's great. That makes you seem like a completely different person. Really? Yes. So you're... If you speak Russian, you're even more attractive... As you are in English. No, it's not possible. I know. Mr. Schmidt. No, you know what I mean. You know what I mean. You're a beautiful woman. You know, everybody knows it. What's this guy doing? No, honestly, you're paid millions because you're a beautiful woman. Look, here's my number, okay? Just here. Here. This is a pencil. Because I'm a teacher. Oh, I like this. I know, you're German. Of course you like that. So, this is a good idea. Tell us something about making movies in France. Give me that. You're quite successful. You're very successful as an actress. Yes. I've been to France last summer. Really? And I saw a very, very, how do you call it, bills or posters? Yeah. Bills in the subway and at the beach, everywhere. Yes, you, and it seemed the whole... I'm not really selfish, but it's all about me, darling. Yes, no, and it's, it seemed the whole public relation was on your person. Well, I do model for L'Oreal, so that was probably it. L'Oreal? Oui. That's for old men having some color in their hair. Yes, I know it. A lot of people do. Weil ich es mir wert bin. Very good, they will love you. Weil ich es mir wert bin, that's good. The only German I know. That's great. You're beautiful on the show. What I really love about you is you can look so different in the movies. For example, as Jeanne d'Arc. Yeah. Yes, and in The Fifth Element, and in the movie, we show a clip so that people can imagine how hard it is. You work with very dangerous dogs. Yeah, it was pretty They were crazy. Real? Well, you know, the director of the movie didn't want stunt dogs because usually they're very passive. And we didn't have all the money in the world for computer graphics, so he wanted the real thing, and he got these retired security animals. So pretty much, they said, don't touch them. Now, when we say action, you run really fast and close the door really hard. And that was kind of my direction. I said, okay, I'm stupid. I'm just going to do this. Really? Because I want to be serious. You know, I want to really be taken seriously. So I'm just going to put my life at risk. Method acting. Yeah. Well, you know what? It was all right. I can run pretty fast. So I was confident. Yes. And you have a little dog. I do. Charming. She's backstage. But they told me not to bring her out because you're scared of her. No, I love it, and I already said hello to her. I know, but... Her name is Madness. I wanted to bring her. Bring her next time. No, but you know, actually, I have this miniature Maltese, and I mean, it's really cheesy because obviously she's so cute and she's so little. But, I mean, I just really think that she could be vicious as well. And I tried to say that to the director of the film, and he said, no, you can't go to Germany with your dog because it'll give our film a bad impression. Because nobody wants to see the star of Resident Evil carrying this, like, Beverly Hills housewife dog. Yeah. You know? But I know. Yeah. But listen, I don't ever put bows in her hair. Ever. No. But it's beautiful. Ever. Where I come from, the people call this kind of dog Punzenlecker. You know what? I don't understand German, but I got that. Yeah. It's like, yeah, it just doesn't sound right. It's like, no, it's okay. It's for women. For punzes. No, punzes. It's like for women who enjoy a little, you know, piccolo at 10 o'clock in the morning. Husband, the beloved. Well, there you go. That's me. The beloved husband. Little piccolo. No. I mean, you're not atypical in Germany. The beloved husband passed away 10 or 15 years and left them a huge sum of money. We love that. Yeah. So we now show those a clip. Husbands. Resident Evil, and congratulations, a very successful box office hit. Oh, yeah. Number two in the United States, is it right? Well, yeah, Ice Age. Yes. That means how many dollars? Yeah. 18.2 million. Wow.
$18.2 million. Those little critters beat us. Oh, I could kill them. Who? Those ice age critters. Those damn computer-generated animals. Yes. I hate them. I will avoid that this fucking movie cut to Germany. Who ruined you? No, we beeped that out. Oh. Okay. Yeah. He's bad. No. Like it's you. Not allowed to say this in USA. Oh, no, are you kidding? You have a beep on the show. Oh, so much. Yeah, but sometimes. That's why most of my interviews are like beep beep beep. Really? Beep beep beep. No. Sometimes. Do you live more in Los Angeles? You know, I am a very versatile personality, and that's the thing. A lot of times when I do interviews, people only write one side of it. Yeah. You know, because I make a lot of jokes, and sometimes they're not in the best of taste. So. Of Welcome. So of course they only print that. It's depressing. My mom hates it. Really? Moms always do. She's still a very strong. My mom always she calls me twice a week and says nothing about the Pope, please, because I'm a Roman Catholic. I know the Pope is kind of a weird subject right now, right? Please. But yeah, let's not. Don't touch my religion. He had a big success in Kiev a few years ago. He did. Oh, yeah. What happened? You as well? He went and had a big Gottesdienst. Mass. Yes. Mass, yeah. This could be dangerous in English. He was in a mess. Yeah. He had a big mass. No, he was a big success. 300,000 people said, yeah. Okay, now we show. Yeah! Of the Pope! Sorry. No, you're nothing. Russian Orthodox. Ah, great. I like those. With the beards, yeah? Oh, yeah. So. Okay, now we show a clip of Resident Evil, meine Damen und Herren. Die Hunde sind echt. The dogs are real. Please. No stunt. No stunt woman. All on your own. I keep fingers crossed for your movie. Thank you. And it was a really pleasure to have you on the program. Oh, it was so great to meet you. Please come back. I would love to. Yes, Thank you Resident so much. Evil, ab Donnerstag im Kino, Mila Jovovich. Thank Vielen you. Dank, meine Damen und Herren.